Claro que sim, mas nós temos que. Es war schon für mich eine Enttäuschung, natürlich für uns alle. Aber Pokal ist halt, es ist sehr schwierig in Deutschland DFB-Pokal zu gewinnen oder nach vorne zu kommen. Die viele Mannschaften sind gut vorbereitet. Für uns war eine gute Chance, nach vorne zu kommen, also in die nächste Runde zu kommen. Schade, dass wir nicht geschafft haben, aber mein Ziel ist, die Mannschaft jetzt Schritt für Schritt nach vorne vorzubereiten. Ergebnisse helfen natürlich, das zu schaffen. Und wir müssen uns jetzt konzentrieren, dass wir heute, morgen gegen Karlsruhe Punkte in der Fahrt nach Hause fahren. Das war geplant. Der hatte schon vorher gesagt, dass er das Spiel sehen wollte. Und ich habe ihn schon getroffen und wir gehen jetzt alle zusammen Mittagessen. Also der ist natürlich wie ich und wie wir alle enttäuscht. Nur der Weg ist halt ist nach vorne. Das Ziel, warum er mich hier hingeholt hat, ist eine Mannschaft aufzubauen, die Mannschaft zu verbessern. Das benötigt Zeit. Und diese Zeit werden wir jetzt nutzen, um in diese Richtung zu arbeiten. Also es war ein sehr spezielles Spiel jetzt gegen Lotte. Die zweite Halbzeit gegen Bielefeld, obwohl wir verloren haben, war eine Mannschaft, wo ich meiner Mannschaft schon gut gesehen habe, wo wir das Spiel im Griff genommen haben, wo wir in der Hälfte vom Gegner spielen wollten, wo wir das Spiel dominiert haben. Das Spiel in Lotte war halt ein sehr besonderes Spiel wegen den Bedingungen, Rasenbedingungen. Wir haben gegen Rasen gespielt, wir haben gegen guten, organisierten Gegner gespielt, der auch daran gewöhnt ist, darauf zu spielen. Und es war für uns auch nach dem 1-0 dann auch ein Berg hoch, eine Aufgabe, die immer schwieriger wurde. Und es war in dem Sinne ein sehr, sehr, mit sehr speziellen Bedingungen geprägtes Spiel. Also ich bin noch auf der Suche nach einer Balance, nach einer taktischen Balance. Ist auch normal mit einem Monat Zeit, dass ich noch keine definierte Elf habe, dass auch immer wieder ein paar Spieler rotieren, in dem Fall auch physisch gesehen von der Fitness her, weil wir drei Spiele in einer Woche gehabt haben auf einem schwierigen Rasen vor zwei Tagen. Es ist normal, dass einige Änderungen geben werden und in dem Sinne ist die Elf noch offen für Karlsruhe. Com esta e no meio de uma sequência de três jogos é natural que eu faça. Fundamentalmente a estabilidade. Also natürlich würde ich viel lieber auf einer gemütlichen Position sitzen, wo wir mitten in der Tabelle sein würden oder oben im Aufstiegskampf mit drin wären. Aber die Realität ist diese und es ist natürlich, wäre auch natürlich einfacher, in so einer Position eine Spielidee zu vermitteln und die Spieler auch Selbstvertrauen zu geben. Aber die Realität ist diese, wo wir jetzt stecken und das Ziel ist halt, diese Balance in der Mannschaft zu finden, offensiv, defensiv. Und man muss halt ein bisschen die Balance suchen und deswegen wird auch rotiert, werden Spieler in neuen Positionen, Spieler adaptiert oder neue Spieler eingesetzt. Und manchmal, wenn man eine Mannschaft entwickelt, macht man halt einen Schritt zurück und manchmal zwei nach hinten und man muss wieder nach vorne einen Schritt machen oder zwei Schritte. Das ist Teil einer Entwicklung bei einer Mannschaft. Eu perceber que a equipa está em todos os momentos do jogo, no processo ofensivo e no processo defensivo, está equilibrada.